Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Animal Crossing New Horizon. Ich probiere jetzt mal aus, wie wir das mit Yoshinos Haus machen können. Also ob die Möbel, die sie gerade drinnen hat, da funktionieren oder nicht, weil ich die an sich gerne benutzen würde, aber ich würde halt gerne noch das, was wir haben, benutzen. Also noch im Inventar haben. Deswegen, mal gucken. Mal gucken, was wir dürfen. Innen oder außen am Haus anfangen. Was dürfen wir denn außen machen? Aha. Okay, das dürfen wir also außen machen. Ich würde ihr dann auf jeden Fall ein dunkles Dach gerne geben. Das ist mir eigentlich egal. Das könnte eigentlich so bleiben. Ich guck mal kurz. Das wird natürlich auch süß aussehen. Oder sowas hier. Was haben wir hier? Ich finde das hier ziemlich cute. Oder halt bei ihrem Standard bleiben. Also dem hier. Schwierige Entscheidung. Okay, also bei der Tür bleibe ich, glaube ich, bei diesem Gefängnisgittergedöns. Auch wenn das, finde ich, jetzt nicht so toll aussieht, aber dieses andere chinesische Gedöns, das sieht nicht so gut aus, finde ich, mit dem Ding, was wir da haben. Dem Dings, mit dem, wie heißt denn das? Aussehen. Okay, ich will das an ihr Haus. Oh, super. Super süß. Oh mein Gott. Okay, das will ich definitiv an ihr Haus haben. Oh, das sieht super cute aus. Okay, gucken wir mal ganz kurz eben, wie das mit dem jetzt aussieht. Wo ist denn hier das Dunkle da? Das sieht halt besser aus mit dem Fenster, ne? Nein, noch nicht. Zur falschen Taste X. Wo ist denn das dunkle Haus? Braune. Das hier wäre halt braun, aber das sieht halt kacke aus. Dann würde ich hier entweder. Oder was ist das? Ja, dann gehe ich hierfür und dann mache ich die hier wieder hell. Ja, so sieht's gut aus. Ja. Das klingt prima. Außen sind wir jetzt fertig. Sollen wir mit dem Inneren weitermachen? Ja. Dann stell dir bitte das Haus von Yoshino vor. Wenn du es vor Augen hast, beschreib bitte alle Ideen, die du für die Inneneinrichtung hast. Okay. Warum? Wie sollen wir das bitte vorstellen? Okay. Okay, das ist gut. Alles klar, dann wollen wir doch mal hören, was du für das Haus von Yoshino geplant hast. Setz deine Ideen genauso in die Praxis um, wie du es normalerweise für Carlotta tust. Es gibt nur eine Einschränkung, die Zimmergröße bleibt gleich, aber alles andere liegt in deiner Hand. Falls du Yoshino in deinem Design sehen möchtest, musst du nur L drücken. Ja, ja. Lass es mich wissen, wenn du fertig bist. Okay. Das ist super. Das ist mein Inventar. Kann ich das jetzt aus meinem Inventar rausziehen? Wie mache ich denn mein Inventar auf? Habe ich das aus meinem Inventar? Das ist jetzt das Problem. Wenn ich das aus meinem Inventar jetzt nicht habe, habe ich ein riesiges Problem. Also an sich finde ich Yoshinos Haus ja wirklich süß, so wie es ist. Das Einzige, was ich halt anders haben will, wie mache ich denn mein Inventar auf?
Gar nicht. Okay, ich darf mein Inventar nicht benutzen. Gut, dann hat sich das auf jeden Fall erledigt. Guck mal, aber wir dürfen das Zeug hier benutzen. Okay, gucken wir mal durch. Es gab doch so eine schöne Kranentapete. Da, die meine ich. Oder die hier. Kann ich die Kamera kurz irgendwie drehen? So. Also entweder diese Tapete oder die hier. Die wird auch gehen. Ich finde die halt süß, aber... ich weiß halt nicht. Die finde ich halt auch süß. Ich lasse mal die hier. Dann gucke ich mal kurz rein. Was ich hier so alles hätte... der Boden, den finde ich schöner. Ich würde, glaube ich, bei der bleiben. Oh, nee, die ist super. Die ist süß. Oh mein Gott, I'm in love with this. Oh Gott, das ist wirklich, wirklich cute. Haben wir hier irgendwas? Eher nicht. Wo ist denn? Oder warte mal, ich will mal kurz, kann ich das hier? Da, X. Das hier vielleicht. Bin ich die schöner? Kann ich das hier auch? Ich finde die halt in Rot grauenhaft. So, vielleicht so. Geht das hier auch zu färben? Hallo? Oh, das ist super. Süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist super, super süß in den Ding. Dass er da so ein Muster drauf hat. Oh mein Gott, I love it. Oh, ich kann das Bild. Oh mein Gott, das ist ja süß. Aber kann ich. Gibt's davon noch eine andere? Also so eine Linksseite von? Vielleicht. Keine Ahnung. Das Ding finde ich halt kacke. So, vielleicht das hier dann anstatt dessen. Ich hatte doch jetzt hier, guck mal, ich hatte so eine Trennwand da. Ich werf mal die hier rein. Aber das ist nicht die, die ich meine. Die ich meine, habe ich halt hier nicht, ne? It's a little problem. Ich mag die Musik. Vielleicht. Oder wir packen ihr das Ding rein. Das wäre auch super. Sieht aber schlecht aus so. Bei dem Eckdings da, was ich da suche. Keine Ahnung. Warte, hier, da. Oh. Sieht schlecht aus. Okay, sieht leider schlecht aus. Dann kommt das Ding raus, I guess. Dann würde ich das hier einmal umfärben. Dann würde ich einmal das Ding angucken.
Entweder so. Ich den Schirm einmal wegpacken. Also entweder so oder... Ja, oder so. Ich finde das hintere schöner. So, also das hier finde ich ein bisschen too much. Nur so wie das hier. Ich weiß halt nicht. Was? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Und was können wir das hier ändern? Sieht aus wie das einzigste asiatische Muster. Okay, haben wir hier irgendwie was, was asiatisch? Guck mal, das hier würde asiatisch aussehen, aber das sieht komisch asiatisch aus. Und hier eher weniger... Gut, dann bleibt das halt so. Ich würde aber gerne... Nein. Jetzt habe ich gedrückt gehalten, auf Versehen. Wow. Dieses Fernost-Kissenstapel-Gedöns würde ich gerne haben. Wo ist denn das drin? Ach, guck mal. Das hier. Oder das hier. Das ist gut zu wissen, by the way, dass ich das Zeug, was ich habe, scheinbar nicht benutze für die Sachen, für die drin. Habe ich denn irgendwie geskippt, den Kissenstapel? Ich habe wieder das Gefühl, ich habe den geskippt. Kissenstapel? Ich kann nicht nach Dingen suchen, ne? Also es müsste ja irgendwo oben sein. Fernostkissenstapel heißt das Ding. Ja, wie viele Klamotten kann man haben? Oh! Oh! Nee, warte. Ich will das an die Wand. So. Ja, oh mein Gott, das sieht super aus. Das finde ich super und die will ich weghaben. Okay. Dann will ich einmal. So. Ich müsste das Ding halt hier dann färben, ne? Weil das halt nicht reinpasst. So, passt das halt mehr rein. Und dann will ich halt hier einmal das hier hinstellen und das hier halt vielleicht hier hin. I guess. Kann ich das eigentlich färben? Nö. So. Unsicher. Sehr unsicher. Bin mir gerade sehr unsicher, wie ich das möchte. Okay, dann würde ich das hier vielleicht weg. Ich möchte gerne so einen Kissenstapel. Dieses Ding als Kissenstapel. Müsste ich halt nur finden, ne? Ich verbringe jetzt gefühlt wahrscheinlich den ganzen Part damit, diesen Scheiß zu suchen. Oh Mann. Fernostkissenstapel. Wo
bist du? Zeige dich. Oh Gott. Hier sind wir bei Tischen. Da müssten jetzt die Stühle kommen. So. Heißt hier irgendwo sollte es jetzt sein. Da. Nein. Da. Aha. Gefunden. Ich würde das gerne einmal. Dankeschön. So, und dann kann ich das Ding hier wieder hin. Dann steht das hier nicht ganz so komisch dran. So, und dann haben wir hier die Küche. Und das quasi, habe ich, gibt's irgendein Bett? Ein Bett, was so ähnlich aussieht, so in die Richtung. Das hier maybe. Ansonsten vielleicht ein Futon. Wie kann man das hier denn werben? Wie kann man das Futon färben? Also die Futon-Färbungen sind jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, by the way. Gibt es irgendwie so ein rotes, was diesem Ding da ähnelt? Vielleicht so. Dann kann man das raus und dann kommt dieses Futon-Ding hier hin. Maybe. Und dann würde ich einmal hier das Ding hier hin. Gibt doch auch so eine Einzellampe. Wo ist denn die? Da. Ich glaube, die ist schöner. Ich würde einmal gerne, genau. So. Ist die richtig? Sieht so aus. Aber die ist nicht richtig, oder? Nee, die ist nicht richtig. Gehört hier hin. So finde ich es eigentlich hübsch. Ich guck mal ganz kurz wegen der Tapete nochmal. In dem hier. Nee. Oder so. Ich glaube, das ist schöner. Was haben wir hier? Ja, ich finde, die passt am besten. Was ist das? Nö. Ah, der Boden, der ist echt süß. Guck mal, den kann ich doch benutzen. Der sieht doch cute aus, aber... sieht nicht so gut aus. Sieht zwar cute aus, aber sieht nicht gut aus. Okay, sonst... Habe ich, glaube ich, nichts, was ich hier ändern möchte, oder? Ich glaube, sonst gibt es nichts, was ich hier ändern möchte. Dann bin ich eigentlich fertig. Oder was sagst du? Ich bin zufrieden. Warte. Nein. Aha. So. Kann ich das hier rausmachen? Oder sieht das hiermit besser aus?
sieht gut aus. Können wir hier noch irgendwie was machen? Was ist das? Moralisch war Müll. Was war das hier? So, und dann will ich noch das hier, dass das, das so übel macht. Und das ein schönes Kimono ist. Dass ich ihr geschenkt habe und sie benutzt es einfach nicht. Ich bin traurig. Ah, kann ich eigentlich Soundeffekt machen? Nee, ne? Okay. Warte mal. Ich will sie mal kurz rufen. Yoshino! Oh, ich bin enttäuscht von Yoshino. Ich bin sehr enttäuscht von Yoshino. Okay, es ist alles fertig. Abgemacht. Wir werden diese Pläne umgehend in die Tat umsetzen. Du hast gute Arbeit geleistet. Ja, ja. Juhu, Yoshinos Haus ist fertig. Juhu. Ich danke dir einmal mehr für deine fleißige Arbeit, Taui. Ich weiß es genau. Ja, ja, Yoshino wird vor allem deine Ideen begeistert sein. Ich werde mit Yoshino direkt mir schnappen, damit wir sofort an die Arbeit gehen können. Bis morgen sollte alles wie besprochen fertig sein. Siehst dir auf jeden Fall mal an. Okay, dann ist morgen ihr Haus umplatziert und... Und sie ist umgezogen. Nee, warte. Hab ich den Emote nicht mehr? Dann mache ich halt den hier. Ja, sie ist dann umgezogen. Ist alles fertig bei Yoshino. Okay, damit haben wir schon wieder ein neues Areal fertig. Wenn Yoshino jetzt hochzieht, das Einzige, was wir noch brauchen oben, sind noch ein paar Kirschblüten für den Boden. Und damit sind wir fertig. Hier oben sind wir nicht fertig, weil da ja noch der Wald fehlt. Aber was fehlt denn noch? Eigentlich mein Haus noch, das da oben hin muss. Ich weiß halt nicht, ob ich das da oben hinkriege. So, mal in den Raum reingeworfen. Vielleicht werfe ich auch meinen Plan mit meinem Haus ein bisschen um und platziere es doch woanders hin. Ich bin mir nicht ganz so sicher, muss ich sagen. Aber ja, es fehlt halt eigentlich...